Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exiles Kurzschläger. Wir sind hier in Akt 9 angekommen und ja, oh, hier gibt es ein Leup et al. 19? Das geht, glaube ich, bis 74 oder 75. Erhöhte gefundene Gegenstände. Hello. Ja. Wir haben im letzten Part ja auf Deutsch gestellt, weil es ja einfach besser ist, als Deutsche auch Deutsch zu spielen. Und dass ich dann einfach auch mehr Dinge. Es geht irgendwie nicht auf. Right. What's the job? Ah. Okay, das habe ich nicht gelesen, das erste Mal. Wir müssen noch mit dem reden. Okay. Der ist ein bisschen groß gewachsen. Er sieht so unrealistisch groß aus. Aber vielleicht ist es ja ein Riese. Ich weiß gar nicht, gibt es Riesen in diesem Spiel? Es gibt ja auch keine Zwergen. Oder? Kennt ihr euch aus? Jupp. So, wird ja nicht so schwer sein. Ja, die Gegner halten schon etwas aus. Das ist ein normales Schließfach. Ich weiß nicht, wieso die Schließfächer auf Deutsch heißen, aber gut. Da ist irgendwas noch getroppt. Umwandlungssphäre, ne. Ja, die anderen werden ja auch angezeigt, also ich müsste die eigentlich nicht so auf die Droppgeräusche hören. Ich habe übrigens für mich selber das Spiel auch ein bisschen lauter gemacht für die Geräusche. Die habe ich nur auf 10 gehabt. Die Lautstärke. Und für euch war sie im Videos ist sie lauter gewesen. Und jetzt habe ich ungefähr genauso wie ihr im Video hört, das Spiel auch laut. Und jetzt höre ich diese Blob-Geräusche auch von den kleinen Currencies. So blum. Die Wandlung. Okay, da ist, glaube ich, die das Wespennest. Wespennest. Oder nein, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Bienennest. Oder Wespennest. Wespennest. Ja, irgendwie so. Eine können wir noch aufmachen. Ich bin manchmal zuerst sicher, dass nichts mehr kommt. Und dann mache ich im Zurückgehen nochmals kurz die Kisten auf und gehe dann mit den Tränken wieder zum Hauptschatz. Weil so habt ihr einfach die Möglichkeit, alles wirklich Maximum aufzumachen und ja, seid da nicht enttäuscht, weil ihr etwas nicht öffnen könnt. Okay, manche halten nicht viel aus. Ist klar, es hat Level 9. Level 9, Akt 9. Ja. Ja, ich bin sehr müde. Ihr merkt es. Es war ein ultra anstrengender Tag wieder. Meine Katze hat mich im Livestream gestört. Jo. Ist jetzt nicht so nett von einer Katze. Ja, sie braucht Zuneigung. Sie wird ja so geplagt mit der Halskrause, weil sie den Hals aufkratzen möchte immer. Sie hat übrigens zu wenig weiße Blutkörperchen im Blut. Und deshalb, ja, stört ihr manche Sachen. Ich weiß nicht genau, die Blutkörperchen sind ja eigentlich für den Schutz da. Ob die irgendwas auslösen? Keine Ahnung, ich kenne mich mit Medizin jetzt auch nicht unbedingt so besonders aus. So. Okay. This is neither the time nor the place. Willi, I'm great. Ja, die geben mir immer Marken. Identifizieren. So, die erste Ausrüstung für jemanden.
Ja, ist natürlich nicht gerade für uns. Wir machen ja keine Crits, aber wenn wir mehr Crits machen, lösen wir auch Elemental Equilibrium aus. Also Wespennest? Nein, Mortem Morse? Ah, okay, ja, stimmt. Aber Wespennest, ja, die sind. Ja, sieht einfach nicht so scharf aus, aber macht natürlich guten Giftschaden. Ja, gutes Energy Sheet. Ja, diese Kralle, die habe ich eigentlich nie gefunden. Oder nur wenig gefunden, deshalb kenne ich den Skin auch nicht so. Ich habe jetzt eher gedacht, Wespennest. Ja. Da ist es. Ja, maximales Leben ist eigentlich besser. Aktiv ist Feuerwiderstand und Lebensregeneration niedriger. Ja, komm. Mache ich einfach Leben weniger. Vielleicht finde ich das ja sowieso bald wieder mehr. Übereinkunft bei Mitternacht. Verderbtheit. Also verderbt. Okay, den Trank kann ich verkaufen. Ich würde gerne jetzt noch die weiteren Heists machen, aber ich warte lieber, bis ich die Kampagne abgeschlossen habe. Weil sie sind doch noch ein bisschen schwer von der Zähigkeit her. Da könnte ich schon mal noch sterben und ich möchte ja nicht sterben. Vielleicht so halb oder vielleicht so Ende Akt 9 kann ich dann die Maps trotzdem machen, die ich gefunden habe. So, der ist gleich weit wie ich. Ist aber ein bisschen low-level. Und diese 63, oh, ich glaube eher nicht. Oder 69 war es. Man hat es kaum gesehen. So schnell hat sie, ist sie gelaufen. Viele Builds sind momentan eigentlich sehr gute Läufer. Also schnelle Läufer. Weil sie zum Beispiel, ja, ganzen Screen mit Flammen zu spammen, wie ein Elementar. Bild oder einen Ding Pathfinder Bild, das glaube ich auch noch so ungefähr schneller, oder Ranger, das ist auch noch sehr schnell. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen nicht direkt, weil mich interessiert mal, ob hier ein Boss ist überhaupt, also ein Gebietsgegner. Spezieller. Ich glaube nicht. Also hier geht es auch, glaube ich, nicht über die Brücke, oder? Ja, die Brücke ist kaputt. Okay. Sehr gut. Seismische Falle ist auch sehr gut, diese Liga, glaube ich. Oder sie wurde diese Liga genervt. Kann das sein? Ich kenne jetzt gar niemanden, der seismische Falle spielt. Ich glaube, die ist nicht genervt worden. Das ist ein super Anfängerbeet. So einer, der schnell vorwärts kommen will. Aber ich mag es nicht, so Cooldown-Fähigkeiten zu besitzen. Deshalb habe ich es nicht genutzt. Und es braucht ja auch einige Zeit, bis die seismische Falle platziert ist. Ist nicht so mein Spieltyp. Ich bin einer, der immer zack, zack, alles zum Zoom haben will. Deshalb spiele ich so gerne Necromancer, weil die immer sehr schnell töten. Aber dieses Mal halt nicht. Also, Absolation Magier mache ich weiter, das ist klar. Da kann ich auch schon bald weitermachen. Weil ich ja nicht, bald nicht mehr Mana-Probleme haben werde. Ja, ich hoffe einfach, dass das Amulett vor allem mal droppt. Keine Ahnung, wie es heißt, aber es hat irgendwie so einen speziellen Namen. Und wird eine Gottheit. Ja, ich glaube, es ist eine Gottheit. Aziri. Gibt es Aziris Amulett? Es gibt Aziris Spiegel. Ein Schild. Keine Ahnung mehr. Wir werden es sicher irgendwann mal finden. Ich denke, es ist nicht so selten. Aber es ist wie durch Butter gehen. Es ist einfach sehr cool. Also,
Ich bin einfach immer so mega entspannt bei diesem Bild. So zum Beispiel. Da ist noch irgendwas noch gedruckt. Und das ist auch wieder so ein. Der Berg? Game of Thrones. Ich glaube, das ist das Item hier unten. Es hat nur 4 Linked. 5 Linked gibt halt auch nichts beim Händler. 6 Linked gibt einen. Divine Orb, glaube ich. Ich weiß nicht, ob 5 Linked auch noch etwas gibt. Spezielles. Orb of Change oder so. Chains heißt es, glaube ich, nicht Change, sondern Chains. Ja. Stoppel. Also was ich eventuell noch machen würde, ist ein Domination Blow Build. Oder SRS mit 3 Souls of Offering. Wie die heißen. Einfach 3 Offerings. Oh. Danke. Ja, ich liebe Akt 9. Ab dann geht einfach das Spiel so richtig los. Akt 8 ist eben auch noch ziemlich geil, aber eher schwer, weil das Spiel noch nicht so ganz richtig losgeht. Aber Akt 9 ist dann immer so, ja, okay, der Bild wird was. Weil es einem auch die guten Drops endlich gibt mit so 6 Sockel-Gegenstände. Ja, und es einfach flüssiger läuft. Man kann einfach durch die Gegner durchspeeden. Ja. Ist einfach geil. Ich freue mich. So, wo ist jetzt diese Ruine? Tempel. Ah, da sind ja die ersten Syndicate. Banditen, hä? Ja, ich finde den Clan, so wie Mafia. Also es sind verschiedene natürlich, konkurrierende. Und die sind einfach geil. Vor allem, weil sie auch mega fette Match machen. Da müssen wir schauen. Ja, genau. Da seht ihr es, machen sehr viel Schaden. Ich bin ja ziemlich tanky. Also Leo ist eigentlich immer gut, Gaff eigentlich auch manchmal. Ich würde ab einiger Zeit dann wirklich immer nachschauen leider müssen, was optimal ist, sonst kommen wir da nie etwas Gutes über. Oder eben auch auswendig lernen, also hier ist es nicht. Aber es ist nur Gaff und Ding gewesen, Leo. Sonst keine mehr da. Was nur Leo hatte, ist Gaff weggegangen? Oder habe ich 2 angeklickt? Ich habe einen angeklickt. Vielleicht ist der eine nur Invader gewesen, ja. Und der haut natürlich wieder ab. Der unterstützt den Leo zum Beispiel jetzt dieses Mal nur. Oh. Diese Drops weiter hinten immer. Gut, diese Kugelblitze, die ja halt nie irgendwo stecken bleiben. Immer weiter fliegen, bis sie dann Reichweite erlangt haben. Na, V-Wars. Wir haben es leider verpasst. Okay, hier unten müsste irgendwo sein. Hier oben? Keine Ahnung sonst, wo der ist. Aber es ist so ein Ding. Beschwörungs. Das ist eine antike Formation. Das waren egal, einfach Säulen. Es sind einfach Säulen im Sand. Aber natürlich genau dort, wo ich irgendwo nicht war. Wieso wird das auf der Minimap nicht früher angezeigt? Genau hier. Okay. Ja, ich muss ja sowieso in die Stadt. Also nehmen wir da die Chromatic Orb Sachen mit.
So. Steinkreis, hä? Vernichtet die Mumien. Mummy Attack. In der Schweiz heißt Mami, ja, Mutter. Also in Deutschland ja eigentlich auch. Im Englischen heißt es einfach Mumie. Eigentlich ist ja Englisch auch Deutsch. Also die Angelsachsen, die sind nach England gegangen und haben dort die deutsche Sprache sozusagen ein bisschen weitergeführt. Und ja, die Römer haben ja das dann reformiert. Also im eigentlichen Sinne sind halt einfach schon immer die Katholiken die Bösen. Also es hat einfach eine Religion, die wirklich nur ihren Kopf hat. Also wenn man sagt, ja, wenn ein Kreuzzug sein muss, dann muss ein Kreuzzug sein. Wenn dieses Volk zum Beispiel anders aussieht, wie zum Beispiel die Indianer oder die Afrikaner, dann müssen sie auch wirklich runtergemacht werden. Also, ja, ein bisschen mehr halt. Oder zum Beispiel die Juden, ja, die sind auch böse, nur weil sie einen anderen Gott haben. Und alle anderen sind ungläubig. Ja, die haben ja dann nicht mal einen richtigen, wahren Gott. Sind dann also ungläubig. Okay, vielleicht habt ihr es gehört, meine Schwester war nochmals kurz. Wegen der Katze, sie braucht halt Zuneigung und Schutz. Das ist ein bisschen mehr jetzt in meinem Zimmer. Gut, sie hat eben so wenig Blutkörperchen, weiße. Und kratzt halt den Hals auch immer auf, weil sie dort Lymphknoten haben. Ja. Deshalb ist sie bei mir schön in Schutz. Habe ich auch aufs Bett oder unter das Bett eher lieber. Und ein Bett ist natürlich für die Katzen viel, viel besser, wenn sie Schutz brauchen. Und dann, wenn ich meistens hinlege oder sie anschaue, also nachschaue, wo sie ist, kommt sie dann ja, mehr aufs Pult, also aufs Schreibtisch. Oder liegt auf dem Bett und singt und so. Ja, eine ganz liebe Katze, wirklich toll. Also beide, aber sie vertragen sich untereinander nicht. So eine tut immer jammern dann so. Und die andere tut dann immer auch necken mit dem Pfötchen schlagen. So richtig eine Backpfeife. Das habe ich sonst eigentlich den Katzen nie gesehen, dass sie Backpfeife geben, außer zum Beispiel Wete. Also, ja, Katzen, die Revier verteidigen oder so, geben manchmal Backpfeifen. Aber ja, die wollen natürlich lieber ein eigenes Revier haben in der Wohnung, weil sie nicht nach draußen dürfen. Das ist einfach wegen dem Schutz, sind zu viele Hunde und hat böse Katzen unterwegs. Und sie sind zu ängstlich. Die verbotene Kammer ist es nicht. Ist das hier? Genau. Okay, einer der schweren Gegner damals gewesen. Fall of Oyat hieß, glaube ich, das Addon. DLC. Also eigentlich eines der größten DLCs von Path of Exile gewesen. Ja, dieser War of Atlas, oder so wie er hieß. War natürlich auch groß. Der war, glaube ich, anfangs 2020 und jetzt kam ja einfach, dass es nicht mehr 8 oder 7 Crusaders sind, sondern nein, Zonen sind, sondern 4, aber immer noch diese
weiß nicht, 6 bis 8 Crusader. Also in Hawaii weiß ich natürlich nicht, wie es aussieht. Aber ja, zum Beispiel der Blitzgott mag ich gar nicht. Und vor allem auch der Giftgott, also der Jäger, also die Jägerin eher. Die hat nämlich so Schlangen, die halt auch mega stören, wenn sie immer die Sicht verdecken. Aber wenn man durchläuft, dann wird die Sicht eigentlich nicht unbedingt so verdeckt. Ja. Und ja, wir müssen in dieser Liga wirklich schauen, dass wir Giftresistenz haben. Also Chaosresistenz. Ja, Giftresistenz gibt es ja manchmal auch. Liegt aber nur aufs Dot, Chaos Dot. Habe ich mega Durst gerade. Also, ja. You sacrifice your own daughter for the cause? Das haben wir auch geschafft. Ich glaube, ich mache jetzt kurz. Ach komm, lade. Ich sehe es leider gar nicht so richtig. Ich muss die Dezibel noch richtig einstellen. Weil jetzt gerade momentan merke ich gerade, es kommt aufs Gelbe. Mal kurz. Ja, jetzt. Knapp, knapp, knapp. Ja, okay. Ja, ich bin halt jetzt langsam auch wieder ein bisschen zu nah am Mikrofon. Ich kann es nicht weiter hinten nach hinten stellen. Ich müsste es mehr nach links stellen, geht leider auch nicht. Ich muss das irgendwie besser hinkriegen. Der Arm ist halt viel zu groß. Die entweihte Königin vielleicht, wenn ich hier das Entschluss trägt. Ja, wie schreibt man das? Schon wieder. Habe ich doch erst. Ah, hier habe ich es irgendwo. Wo ist jetzt dieses Teil? Habe ich das nicht geupgradet? Und wo ist es denn, wenn es nicht da drin ist? Weiß ich nicht, ist es nicht mehr drin. Also die Quest habe ich abgeschlossen. Habe ich die hier reingetan? Kann schon sein, dass ich die in die Gegentruhe getan habe. Nein. Aber ich habe den Köcher doch abgegradet. Ist auch sehr gut, aber es ist auch Kälteschaden. Es ist schon mehr Kälteschaden. Ja, gut. Ja, jetzt muss ich hier noch unten durch. Genau. Das obere nicht. Gut. Ja, jetzt wären wir wieder soweit. Der Part kann eigentlich beendet sein. Aber ich mache immer noch ein bisschen länger. Also ich weiß nicht, wo dieser Köcher ist, aber die Property habe ich doch gehabt irgendwo. Wo ist denn die Property? Ah, hier ist
Hier ist du. Okay. Ich habe es hier hingetan, natürlich. Ja, da ein paar Sachen, die ich natürlich noch reinlegen möchte. Machen wir das einfach noch kurz ein bisschen. Hier die Sachen. Identifizieren. Reinlegen. So, und ja, dieser Totenschädel, der ist von den Ausgrabungen. Von der letzten Season. Einundsechzig, sechs, vier, einundzwanzig. So viel physische Schaden waren wir, glaube ich, nicht. So. Haben wir auch nicht, schon. Ja, und dann haben wir viele Sachen, die wir eigentlich jetzt endlich mal verkaufen könnten. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, das ist zu schwach, das Amulett. Das könnte ich niemals gebrauchen. Den Trank. Ja, ziemlich viel Zauberschaden, aber das muss ich eigentlich nicht unbedingt haben. Der da nicht. Der Gürtel. Und die Rüstung. Auch nicht. Also. Bei der 5 war es. Bei der 7, ja. 7. Kaufen wir mal. Good luck. Jetzt können wir mal die Currency noch zusammen machen. Map. Das ist die erste und einzige Map, die ich eigentlich gefunden habe bisher. Also hier haben wir Hausfähren voll. Gegenstand einfach, ein Unique-Gegenstand, weil es ja goldig ist. Cluster. Tragen 200 Waffen, werde ich gleich gebrauchen können. Energy Sheet auch. So, und bei BG Fall Sheet habe ich jetzt 2. Und das ist Spectral Throw. Blitzfalle habe ich auch schon einmal. Und ja, dieses Schild eigentlich ziemlich gut, Zauberschaden noch zu blocken. Mache ich nach hinten. Die kritische Trefferchance ist sehr gut auf so Schildern. Magischildern. Und deshalb, das ist Cluster. Brandschaden sehr wichtig, also ich werde eventuell so ein Bild auch mal noch machen zum Farm. Das ist schlecht. Ja, vor allem hier diese Items. Ja, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, sehr wichtig. Er hilft uns natürlich viel weiter. Und das ist das Schild, was wir vorher, glaube ich, getragen haben. Und dann haben wir hier noch 2 Tränke. Das ist, glaube ich, hier, ja. Ja, Ausweichwert. Gut. Ja, sehr gute Energy Sheet. Und Schuhe und... Ja. Die 2 Sachen brauche ich eigentlich nicht. Aber doch, dennoch. Yes. Also machen wir halt noch als Highlight...
Ich muss kurz schauen, ob das drin ist. Genau. 5 einzigartige Gegenstände. Mache ich zum Beispiel 2 Bögen, die sind am größten. Da brauche ich auch nicht. Dann die Rüstung noch und nehmen wir einfach die Handschuhe auch noch. Anything you need, just ask. Oh. Ja. Mag ich nicht so. Ja. So elementar. Also Resistenzenaufteilung mag ich nicht. Ich will alle Resistenzen gar nicht so stark haben, aber dennoch, ja, nicht 1 viel weniger haben. Oder nein, 2 viel weniger haben und 1 sehr viel haben. Das nicht. Also dann machen wir im nächsten Part dort weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde noch ein bisschen dort diese Oasis farmen. Ja, und dann sehen wir weiter. Tschüss.